Nicht nur wir lieben unsere Katzen, sondern in der Regel lieben auch Katzen ihre Halter. Und das ist kein Wunder, tun wir doch wirklich alles, was in unserer Macht steht, damit es ihnen gut geht. Nichtsdestotrotz gibt es die ein oder andere Sache, die wir verursachen, die unsere Katze so richtig doof findet. Mehr noch, unsere Stubentiger hassen uns regelrecht dafür. Welche für dich zum Teil vielleicht ziemlich überraschende Dinge das sind, erfährst du jetzt. Nummer 1. Du ignorierst deine Katze, weil du gerade keine Zeit hast. Mach dich bitte auf ein Miezekatzen-Donnerwetter gefasst. In einigen Fällen kann das nämlich schlimmer ausfallen, als man glauben mag. Stelle dir folgende Situation vor, in der du mit Sicherheit schon gewesen bist. Du arbeitest im Homeoffice und natürlich heißt das für dich Business as usual, also arbeiten und sich konzentrieren. Wer dabei nicht zwangsläufig die geforderte Aufmerksamkeit bekommt, ist deine liebe kleine Miezekatze. Und das findet sie überhaupt nicht witzig. Bestenfalls zeigt sie dir, dass sie Aufmerksamkeit möchte, indem sie sich auf deinen Schoß legt oder aber auf deine Computertastatur. Im für dich anstrengendsten Fall beschließt sie kurzerhand, wie von der Tarantel gestochen, durch die Wohnung zu fetzen und diese dem Anschein nach in ihre Einzelteile zu zerlegen. Vielleicht dachtest du bisher, sie hat nur ihre 5 Minuten. In Wahrheit hasst sie es, dass du sie ignorierst. Nummer 2. Du kredenzt ihr Abendessen 1 Stunde später als sonst. Oh Gott, dieser Frevel, wie konntest du nur? Du kannst darüber schmunzeln, denn was macht es schon für einen Unterschied, ob deine Katze um 18 Uhr oder eben erst um 19 Uhr ihr Abendessen bekommt? Das magst du vielleicht so sehen. Deine Katze hat diesbezüglich aber eine komplett andere Meinung. Denn Katzen sind Gewohnheitstiere und brauchen ihre Routinen für einen geregelten Tagesablauf. Änderungen bedeuten für viele Katzen Stress und dieser ist bekanntermaßen für viele Fellnasen nur schwer zu ertragen. Also gehören auch feste Fütterungszeiten hierzu, sofern du zu den Katzenhaltern gehörst, die diese mit der Katze zusammen etabliert haben. Klar kann es einmal vorkommen, dass du es nicht schaffst, deine Mieze um Punkt 18 Uhr zu füttern und davon geht auch noch nicht die Katzenwelt unter. Passiert das aber regelmäßig, kann es sein, dass deine Katze dich oder zumindest dieses von dir an den Tag gelegte Verhalten hasst. Nummer 3. Du hebst deine Katze hoch und drückst sie jemand anderem in den Arm. Zunächst sind die wenigsten Katzen begeisterte Anhänger davon, nach Belieben auf den Arm bzw. hochgehoben zu werden. Vielleicht kommen hier Erinnerungen an die Katzenkindheit hoch, wenn die Katzenmama die Mieze am Nacken durch die Gegend getragen hat. Meist möchte deine Katze auch einfach nicht, dass an ihr herumgezerrt wird und hochgehoben zu werden, fällt definitiv in diese Kategorie. Als wäre das nicht schon schlimm genug und würde dich nicht bereits den ein oder anderen Sympathiepunkt kosten, machst du die Sache um vieles schlimmer, wenn du deine Fellnase dann auch noch einem Freund in den Arm drückst. Für dich ist das eine kleine Sache, für deine Katze aber nicht. Sie will sich nicht nur frei bewegen können, sondern vor allem selbst entscheiden, wann und mit wem sie interagiert. Gegen ihren Willen gehoben und weitergereicht zu werden, ist etwas, was alles andere als Jubelstürme auslöst oder mit anderen Worten, wenn du das tust, hasst sie dich dafür. Nummer 4. Du bist im Stress und hetzt durch die Wohnung. Das kennen wir alle. Da können wir uns noch so sehr an die Uhrzeit halten und sollten demnach an sich pünktlich loskommen und dann passiert doch genau das Gegenteil. Anstatt entspannt zur Arbeit loszufahren, fangen wir an, durch die Wohnung zu hetzen und in Windeseile alles zusammenzupacken, was wir für den bevorstehenden Tag benötigen. Was für uns schon nicht angenehm ist, ist für die anwesenden Miezekatzen noch problematischer. In der Tat bekommen sie es hier in den meisten Fällen regelrecht mit der Angst zu tun. Schließlich kennt deine Mieze dich idealerweise als entspannt und ruhig, nicht aber als Zweibeiner, der aufgescheucht durch die Wohnung läuft. Sie fragt sich, was macht den Menschen so nervös? Kommt ein Feind? Droht Ärger im Revier? Deine Katze hasst es also, wenn du das tust. Nummer 5. Du hast vergessen, das Katzenklo zu säubern. Eine weitere Todsünde. Deine Katze war unter Umständen vor einigen Stunden auf der Toilette, um ihr Geschäft zu verrichten. Nun steht so langsam aber sicher der zweite Teil an. Also macht sie den Gang zum Katzenklo. Und was muss sie dort feststellen?
dass du vergessen hast, dieses zu reinigen. Es ist immer noch verschmutzt, was es ihr vielleicht sogar unmöglich macht, das Klo zu nutzen. Auch hier schmunzelst du nun ein wenig? Tue es nicht, auch wenn dieses Verhalten dich möglicherweise dazu verleiten kann. Katzen sind reinliche Tiere. Auch wenn ein Teil der Streu gerne vor und neben dem Klo landet. Katzen fordern diese Sauberkeit und Hygiene ganz besonders bei ihrem Toilettengang. Ähnlich wie bei Menschen verrichten sie ihre Geschäfte eben lieber in einer scheinbar unbenutzten und damit sauberen Toilette. Und versäumst du es, deiner Katze das zu gewährleisten, wird sie dich hierfür wohl ein wenig hassen. Nummer 6. Deine Katze darf nicht in deinem Bett schlafen. Nicht jeder Katzenhalter ist ein Fan davon, sein Bett mit der Miezekatze zu teilen. Schließlich hart jede Fellnase und auch die eigentlich niedlichen Katzenpfötchen sind vielleicht nicht unbedingt das, was jeder Katzenhalter auf seinem Kopfkissen haben möchte. Wenn du dich aber dazu entschieden hast, deiner Katze zu erlauben, bei dir im Bett zu schlafen, dann sollte das unbedingt auch so bleiben. Denn hat sie sich einmal daran gewöhnt und dann schmeißt du sie plötzlich wieder aus dem Bett und sie darf nicht mehr rein, könnte es sein, dass sie sich ungeliebt und von dir unterdrückt fühlt. Ganz zu schweigen von nächtlichem Miauen und Kratzattacken an der Schlafzimmertür. Nummer 7. Du spielst nicht ausreichend mit deiner Miezekatze. Katzen sind nicht nur neugierig, sondern auch sehr verspielt. Das liegt unter anderem im natürlichen Jagdtrieb verankert, den selbst die gemütlichste Hauskatze und die ausgefallenste Rassekatze hat. Spielen dient dazu, überschüssige Energie abzubauen, Reflexe sowie die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu schulen. Extrem viel Spaß macht es den meisten Katzen, zusammen mit der Bezugsperson durch Wohnung oder Haus zu tollen und dabei beispielsweise einem Federwedel oder einem bunten Band hinterher zu jagen. Umso schlimmer und verhasster also, wenn du einfach keine Zeit oder Lust hast, dieses Bedürfnis deiner Katze zu erfüllen und sie stattdessen sich und dem Spielzeug selbst überlässt. Passiert das zu häufig, wird deine Katze dieses vernachlässigende Verhalten hassen. Nummer 8. Laute Musik und laute Gespräche. Vielleicht ist das ja eine weitere Eigenart von dir, auf die deine Katze absolut nicht gut zu sprechen ist. Du weißt, dass Katzen ein sehr empfindliches Gehör haben und gerade auf hohe Töne sehr allergisch reagieren können. Diese verursachen Schmerzen und die wenigsten Katzen halten diesem Lärm dauerhaft stand. Die Folge ist unter anderem Stress, der sich wiederum in Unruhe und Zurückziehen ausdrückt. Gehörst du nun zu den Menschen, die gerne einmal ein wenig über die Stränge schlagen, was den Geräuschpegel angeht, wird deine Katze dir dieses Verhalten nicht danken. Im Gegenteil, sie wird es hassen. Aber nicht nur Lärm ist ein No-Go für Katzen. Wenn du jetzt noch wissen willst, welche 9 Dinge du deiner Katze wirklich niemals antun darfst, dann klick jetzt auf das linke Bild, um dir unser Video zu diesem Thema anzusehen. Oder interessiert dich, welche 13 Anzeichen es gibt, die signalisieren, dass der Körper deiner Katze um Hilfe schreit? Dann klick jetzt auf das Bild rechts und sieh dir unser spannendes Video zu diesem Thema an.